27. August 2018 kam es in Gallenkirchen zu einem einmaligen und zugleich legendären Auftritt der weltbekannten Jazzformation Tony Steak Band. Die Gallenkirchen Unternehmerpersönlichkeit Andrea Riepel feierte an diesem Tag mit ihren Freunden, Geschäftsfreunden sowie mit Altlandeshauptmann Josef Püringer ihren 60. Geburtstag. Zur völligen Überraschung aller Anwesenden kam es dann um ca. 22.30 Uhr in den Sälen des Gasthauses Riepel zu einer musikalischen Sensation. Die aus fast allen Teilen der Welt angereisten Jazzmusiker, allen voran der Star-Trompeter Tony Steak, gaben ein paar musikalische Leckerbissen zum Besten. Mit von der Partie waren noch der Trompeter Tony Opel aus Chicago, der australische Spitzensaxophonist Joe Myrtle, Gitarrist und Trompeter Johnny Trumpet aus New Orleans sowie der aus Österreich stammende Pianist und Keyboarder Günther Dex. Seit seiner Kindheit ein begnadeter Musikant. Ich kann euch nur sagen, neben seiner Ausbildung zum Fleischer, zum tollen Unternehmer, eine intensive Musikausbildung genossen am Konservatorium Wien, hat zuerst Saxophon gelernt und zum Abschluss ein Paradeinstrument, die goldene Trompete. Ja, das war einmal für sich zu wenig. Also Er hat dann einige befreundete Musiker gesucht, die hat er gefunden, hat weltweit umeinander telefoniert. Wir zwar, meine Wenigkeit und der Johnny Trumpet aus der Geistbockstraße, wir sind praktisch die Hintergrundmusik und unsere Solisten darf ich Ihnen nun einzeln vorstellen. Als ersten unseren Trompeter Tony Opel aus Chicago. Weltweit Joe Myrtle aus Sydney. Und last but not least unser Star-Trompeter Tony Steak. Nur so nebenbei bemerkt, wir werden nächste Woche auf Welttournee gehen unter dem Namen Tony's Steak Bands. Was in Antwerpen natürlich auch noch wichtig war, hat gesagt, wir müssen ein Musik spielen aus einer Zeit, wo sie der Andrea und der Anton kennengelernt haben. Und ich würde sagen, es wird euch allen gefallen. Wir fangen an mit einer Nummer von Billy Vaughan. Eine kurze Hörprobe bitte einstimmen. So, 3, 4, 1.
Nummer haben wir noch. Alles, meine Herren, von den Blasonisten. Nein, Gott. Nein, die üben ja da und noch, man merkt es schon. Ja, wir machen nur noch mal Hans, oder? Wenn der Anton Ösel zu viel Betrieb fährt, nimmt der Sachs aus der Lüftkasse. Das ist der Hand. Ja, dann machen wir nur noch mal von Billy Wahr. Unsere zwei, den Ursachsophonisten. Du machst wieder einen kleinen Einlauf und dann einen Einlauf. Eins, zwei, drei, vier, auf. Hat sich Andrea und Anton Stück auf der goldenen Trompete. Anton für Andrea. Nini Rosso hat es ihm komponiert. Il Silenzio! Eine ganz schwierige Note. Mit der rechten Hand ist ein Tasten. Rechts, ja. Anton. Stimmprobe, hör mal. Anton, ich wünsche mir, dass du das genauso spielst wie letzte Woche mit Chicago. Anton, unser Bester für die Andrea. Im Silenzio.
so, bitte mal vorreden. Ja, der jetzt kommt, der ihn kommt. Zu präsentieren zur Feier des Todes. Einen atmenden Schweizer.